So, warte mal. Zigarette anzünden? Na ja, komm. Slow, like Dad. Er wird husten. Sag ja, wir husten. So, haben wir noch was? Ne, warte, warte. Gut, dann können wir erstmal wieder hier runtergehen. Aber es ist ja ein echt gemütliches Baumhaus. So. Die Bude ist jetzt nicht so der Knaller, würde ich sagen. Rechts. Immer noch meiner rechts kommt. Vielleicht mal dasselbe Bild hier, oder? Ja, mal nach links. Better look at that map again. Jetzt sind wir mal nach rechts. Links. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier für eine Ausführung hat. Ich bräuchte auch die Karte. Kann ja auch möglich sein. Gehen wir erstmal raus. Sag ja, er hat echt eine blühende Fantasie. Guck mal hier weiter. It's not safe out there. Yeah, Dad. I know. So, was haben wir denn noch? Beim Auto waren wir noch nicht, wa? Mal gucken, ob wir da was finden. Naja. Außerhalb der Dosen. Jo. Die Pappe davon. Was für ein Ding? I can't go anywhere without the keys. Okay, wir brauchen also einen Schlüssel. So, ich würde sagen, gehen wir nochmal wieder rein und quatschen mal mit unseren Alten.
glaube, der ist eingepennt. So. Mal hier nochmal, da war man nämlich noch ja nicht. Lesen. Was ist denn das für ein Brief? Okay, was haben wir hier? Lieber Charles, wir wollten dich nur wissen lassen, dass du und Chris uns viel bedeutet. Uns viel bedeuten. Ich weiß, das Leben ist hart, seit Emily von uns gegangen ist, aber wir sind immer noch eine Familie und wollen, dass sie auch so bleibt. Das schließt auch ein, dass Chris die Fürsorge erhält, die er in seinem zarten Alter braucht. Wir waren immer ehrlich mit dir, also sehe unsere Sorge bitte als ein Zeichen unserer Liebe, wie du unsere wundervolle Tochter geliebt hast. Wir haben von einem Freund gehört, dass du in einer Kneipenschlägerei verwickelt warst, die Polizei dich aber nicht verhaftet hat. Gott sei Dank, bitte achte auf dich selbst. Kommen wir auf den Punkt. Wir wollen dir helfen und hoffen, dass du es uns erlaubst, über das nächste Jahr hinweg auf Chris aufzupassen und wie lange auch immer du brauchst und dass du eine Selbsthilfegruppe beitrittst. Das ist wahrscheinlich das Alkoholproblem. Grandma and Grandpa are so cool. But no way I'm ever leaving Dad. Wir verurteilen dich in keiner Weise und zeigen nur, dass uns etwas an dir liegt, indem wir deinem wunderbaren Sohn unser Heim und unsere Liebe anbieten. Ein Brief mag unpersönlich erscheinen, doch wir möchten, dass du ohne Druck nachdenken kannst. Bitte verzeih, wenn du glaubst, wir haben unsere Grenzen überschritten. Es geht nur darum, wie sehr wir dich und Chris lieben. Wir sind für euch beide da, immer. Peter. Ja, Peter. So, was haben wir hier? Laptop. Dad is too busy to care if I go online. Wo ist denn dieser Ding? There is my hot dog man. Alter, was ist denn das? Lesen? Schließen sich der Revolution an. Wollen Sie mit Off-Ring-Man spielen? Machen Sie ein Foto von Ihrem Kind, bedeckt mit Senf und schicken Sie es uns. Es gibt jeden Monat viele exklusive Hand-Ring-Man-Spielzeuge zu gewinnen. Was gibt es zu gewinnen? I can't see Dad selling homes. Alles klar. Nehmen Sie Ihre Zukunft ernst. Wir werden Sie in einen Immobilienmakler. Wenn Sie heute einen Immobilienmakler, okay. Unser 10-wöchiger Kurs bietet alles, was Sie brauchen, um mit dem Verkauf von Häusern zu beginnen und Ihre Träume wahr werden zu lassen. Lisa Hevener ist die Nummer 1 der Immobilienmakler im Nordwest. Tat auf der NPR auf und wurde zur besten Maklerin 2015 gewählt. Klicken Sie, um sich anzumelden und 10% Rabatt zu erhalten. Schön! Wow, is he getting us tickets again? Best dad ever. Haben wir hier. Der Held der Heldencon 2017 kommt vorbei. Portland Heldencon 2017. Heldencon 2017, 15. bis 17. Januar, Portland City Center, über 1000 Gäste, Events und Händler. Sei ein Held. Registriere dich heute. That would be a blast being a freight hopper. Choo-choo. What, choo-choo? An alle Angestellten. In der jüngsten Zeit erhielten unsere Außenstellen in Werwer Craig mehrere Beschwerden über Teenager, die widerrechtlich in Zügen in der Gegend springen. Diese Personen haben einen gewissen Ruf im Nordwesten. Also lassen sie sich nicht auf die Konfrontation ein. Sollten
sollte Ihnen ein Problem oder eine Situation dagegen begegnen, Mensch, begegnen, in die diese Gruppe involviert ist, melden sich dies umgehend Ihrem Vorgesetzten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie mich bitte per E-Mail oder innerhalb meiner Bürozeit. Vielen Dank. So, gut. Oh, those are Dad's pages. Was ist das? Suche Spielteams, Saison, Punkte, Index, Startaufstellung. Login, registrieren, Vorhersagen, Spiele von A bis Z, Spieltaste, Spielstatistik, 2016, 17, Tabelle. Okay. Das war's schon. So. Reichheit. I need a PIN code. What is it? Okay, also wir brauchen da auch einen PIN. Wir brauchen den PIN für die Garage. Was haben wir denn hier? Sorry, Pop. It's war. Jetzt haben wir nicht nehmen, wa? I wonder why Dad never hangs out with Nick anymore. Komm mal hier. Western Land Park. Bücher. I wish I could have gone on a hike with Mom. Geheime Wanderpfade. Aha. This has to be Mom's. She liked art. Teen Sprint. Seattle 1990 bis 1995. Mark Jeff. Wissen. Alles klar. Den kennen wir doch. Let's check this out. Was soll denn das sein? Städte des Schmerzes. 50 zum Sterben gute Westernfilme. Shoot. That looks scary. Was? I should read that. Was ist er denn? Die Nachtschattentagebücher von Tiffany Croc. Alles klar. Bisschen strange, aber ist egal. Wollen wir mit ihm reden oder kennt ihr? Oh, I hate seeing him like this. Autoschlüssel. Was denn mal her damit? Hier. Dad loves his Dad notebooks. Ich will hier was in der Couch machen, oder? Habt ihr da was gesehen gehabt? Dad, you sleeping? Naja, der hat die ganze Flasche ausgesoffen. Wake up! Dad, come on! Huh? What? Who's there? Who's that? Dad, it's just me, Chris. Whoa, hold on, buddy, okay? Jesus. Dad! Fuck! Dad, are you okay? Do I look okay? No, I tripped. Can't even watch one goddamn game. That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that?
go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family. Right? Right. Dann schauen wir mal, wer eine Tür ist. Hallo? Hi, Chris. How are you? Oh, somebody has been smoking. No. Yeah. Dad had a party for the game. Really? I didn't see any cars in the driveway or people. Must have been a good game. Anyway, how are you, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just? Hausputzen. Just, you know, cleaning up the house and stuff. On a beautiful Saturday like this, you should be playing instead. I even saw you clearing the snow out of the alley, so I hope you don't work all day. Well, it's laundry day. Dad's watching the game, so... So, it's your job to clean the house? Actually, I was going for a nice walk, and I thought I heard a loud noise over here. Is everything okay? Ah, komm. Oh, yeah. Dad just tripped and fell. But he's okay. Sounds like he tripped over a whole bunch of beer cans, right? Okay, Chris. I think I've heard enough. I'm going to talk to Steven about this, and we'll be back to chat with your father. Wait. You don't... Please. Listen. I'm not trying to hurt you, okay? We want to help. You're not in trouble. You haven't done anything. Just stay put, and we'll come by in a little bit. Ach, die gute Nachbarschaft. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have. Huh? No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... Just like your mom. Every time I look at you, every time you talk. Stop it. I see your face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Never. Oh, hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes. Yes, you did. No, listen. Chris! Boah, ey, da bin ich jetzt erschrocken.
Hallo. Ja. Ich würde sagen, das waren die neuen Abenteuer von Captain Spirit. Gut, okay, den Code haben wir jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht ging das auch in dieser Demo nicht. Vermute ich jetzt einfach mal, weil haben wir eigentlich, hatte ich fast eigentlich alle kontrolliert. Also ganz ehrlich, ich bin echt gespannt auf dieses Spiel. Gefällt mir richtig. Gefällt mir, war Life is Strange war ja auch super. Aber das hat ja wirklich diesen Zusammenhang von diesem Jefferson, Arcadia Bay, ist voll cool, muss ich ehrlich sagen. Auf alle Fälle kommt dieses Spiel auf diesem Kanal, wenn das Spiel demnächst irgendwann rauskommt. Ich wünsche euch noch einen entspannten Abend und wir sehen uns, denke ich mal, bald wieder. Bis dahin, ciao. Ja, bis dahin, ciao. Tschüss. Thank you.